אוקיי, מהלך השיעור יהיה מעכשיו עד השעה 6, לימוד בהקדמה לתלמוד 10 הספירות. אוקיי, und bis 6 Uhr studieren wir, lernen wir Einführung zum Studium der 10 Sphirot. Von 6 bis 8 haben wir Fragen und Antworten vom Weltkli. Alle sind eingeladen, Fragen vorzubereiten. Wir haben... אנחנו לומדים בתוך כתבי בר. Wir lesen von Lehrbuch der Kabbalah, Einführung zum Studium. Also schon, Einführung zum Studium der 10 Sphirot, Punkt 5. Punkt 5. Im Licht ist oben gesagt, und sollst die Worte Weisen aus dem Traktat Avot verstehen, so ist der Weg der Torah. Lass, iss nur ein Stück Brot mit Salz, trinke einen Fingerhut Wasser, schlafe auf der Erde, lebe ein armseliges Leben und unternehme Anstrengungen der Torah. Wenn du das tun wirst, bist du glücklich und es geht dir gut. Glücklich bist du in dieser Welt und gut geht es dir in der zukünftigen. Man sollte sich bezüglich dieser Worte fragen, wodurch unterscheidet sich die Wissenschaft der Torah von anderen Wissenschaften der Welt, die keine Askese und kein erbärmliches Leben fordern, sondern dass die Mühe allein sei, die zu solcher Erkenntnis vollkommen ausreiche. In der Wissenschaft der Torah bemühen wir uns zwar sehr, aber das reicht noch nicht zu deren Erkenntnis aus, wenn man nicht zu solchen Beschränkungen wie ein Stück Brot mit Salz, ein erbärmliches Leben und so weiter greift. Und das Ende der Worte ist noch erstaunlicher. Wenn du das tust, glücklich bist du in dieser Welt und gut geht es dir in der zukünftigen. Es ist möglich, dass es mir in der zukünftigen Welt gut gehen wird. Wenn ich mich aber in dieser Welt im Essen, Trinken, Schlafen einschränke und ein erbärmliches Leben lebe, wie können Sie von solch einem Leben sagen, glücklich bist du in dieser Welt? Wird etwa ein solches Leben im Verständnis dieser Welt als glücklich bezeichnet? Wir lesen nochmal Punkt 5. Im Lichte des oben Gesagten sollst die Worte der Weisen aus dem Traktat Avot verstehen. So ist der Weg der Torah. Iss nur ein Stück Brot mit Salz, trinke einen Fingerhut Wasser, schlafe auf der Erde, lebe ein erbärmliches Leben und unternimm Anstrengungen in der Torah. Wenn du das tun wirst, bist du glücklich und es geht dir gut. Glücklich bist du in dieser Welt und gut geht es dir in der zukünftigen. Man sollte sich bezüglich dieser Worte fragen, wodurch unterscheidet sich die Wissenschaft der Torah von anderen Wissenschaften der Welt, die keine Askese und kein erbärmliches Leben fordern, sondern dass es die Mühe allein sei, die zu solcher Erkenntnis vollkommen ausreiche. In der Wissenschaft der Torah bemühen wir uns zwar sehr, aber das reicht noch nicht zu deren Erkenntnis aus, wenn man nicht zu solchen Einschränkungen wie ein Stück Brot mit Salz, ein erbärmliches Leben und so weiter greift. Das Ende der Worte ist noch erstaunlicher. Wenn du das tust, glücklich bist du in dieser Welt und gut geht es dir in der zukünftigen. Es ist möglich, dass es mir in der zukünftigen Welt gut gehen wird. Wenn ich mich aber in dieser Welt im Essen, Trinken, Schlafen einschränke und ein erbärmliches Leben lebe, wie können Sie von solch einem Leben sagen, glücklich bist du in dieser Welt? Wird etwa ein solches Leben Verständnis dieser Welt als glücklich bezeichnet? Wir studieren die Wissenschaft der Kabbalah, das ist die ganze Schöpfung, man nennt sie die Seele oder die Seele von Adam Rishon. Das ist das Verlangen zu empfangen.
welches sich anfänglich auf der Stufe Nefesh Ruach befand, ein sehr kleines Licht. Und später stieg sein Ego plötzlich auf und hat dieser ganze Genuss, welcher ihn vorher gefüllt hat, auf dieser Stufe Nefesh Ruach zu empfangen. Und dieses ganze Licht hat er herangezogen, welches überhaupt da war. Das ist die Stufe der Ranchai, hat es empfangen, um zu empfangen. Und dadurch ist er zerbrochen. Das heißt, es entstand ein Zerbruch zwischen allen Teilen dieser Seele. Und dann begannen diese Teile, sich als abgetrennt voneinander wahrzunehmen. Und indem sie sich abgetrennt haben, fielen sie ab bis zu dieser Welt hier und wurden zu, wie wir jetzt hier es hier wahrnehmen, wurden zu materiellen Körpern. Und das ganze Licht, das dieses ganze große Kli ausgefüllt hat, war dafür da, für die Füllung dieses großen Klis, welches Adam genannt wird, diese einzigste Seele. Dieses Licht nennt man die Torah vom Wort Or, Licht. Außerdem die Methode dieser Füllung dieser korrigierten Kelim nach dem Gesetz der Ähnlichkeit nennt man auch die Tora oder die Wissenschaft der Tora. Auf welche Weise wir das füllen, mit dem wir diese verlangen. Diese große Kli bilden nach diesem ganzen Zerbruch, Zertrennung. Wenn sie sich aneinander annähern können, das Licht wirkt auf sie und dies nennt man das Licht, das zur Quelle zurückführt. Das nennt man auch die Tora, das ist ein und dasselbe Licht. Und das Licht, welches diese Kilim füllt, laut der Ähnlichkeit der Form zwischen Kli und dem Licht, nennt man auch Tora. Und jeder Teil durchläuft eine Korrektur. Und in dieser Korrektur gibt es 613 Teile oder Stufen, welche sich zertrennen. Ramach und Chassa. Ramach sind die 248, das sind die Kilim Galgalta Einaim und die anderen 365, das sind Achab Ramach. Galgalta Einaim füllt das mit den Lichtern Nefesh Ruach und Chassa, das sind die Kilim von Achab, empfangende Kilim. Diese korrigiert man im Empfang, um zu geben, und füllt man mit Lichtern Neshama, Chaya und Yechida. So erlernen wir die ganze Reihenfolge dieser Kelim aus der Wissenschaft der Kabbalah an sich. Und in diesem Fall, unsere ganze Arbeit besteht darin, um richtig die Torah und das gemeinsame Licht zu benutzen, um die Kelim auszusortieren, um sie zu füllen, letzten Endes. Und darin liegt unsere ganze Arbeit, indem, dass wir sie sortieren, korrigieren, füllen. Dann dadurch verstehen wir dieses gemeinsame Licht, oder noch genauer, nicht dieses gemeinsame Licht, sondern wir empfinden das gemeinsame Licht, sondern mit dem wir uns mit den Kelim und den Lichtern beschäftigen und den Bezug zwischen diesen zwei, wie sie miteinander zusammenhängen, wie die Lichter vom Kelim abhängig sind und die Kelim von den Lichtern, auf welchen Stufen wir sie korrigieren. Dadurch erreichen wir den Verstand der Schöpfung. Das nennt man die Erkenntnis des Schöpfers. Warum schuf er uns auf diese Weise? Woher kommen wir? Und was sind wir? Und wohin gehen wir? Das nennt man Handlungen des Schöpfers. Und mehr als das, aus deinen Handlungen heraus werden wir dich erkennen
Außerdem beginnen wir ihn zu erkennen. Und das ist bereits der Gedanke des Geschöpfes, welches bereits über unsere Stufe hinausgeht. Darin liegt tatsächlich unser Ziel, das Verlangen des Schöpfers in den Geschöpfen, damit das die Geschöpfe erkennen, verstehen, seine Absicht verstehen, ihn verstehen, damit sie wie er werden, einfach ihm ähnlich. Daher sind wir verpflichtet, diesen Zerbruch zu durchlaufen, Bewusstsein, diese Abtrennung, die Arbeit mit jedem Element, bis hin, dass letzten Endes wir all dieses Wissen verbinden, welches wir durchlaufen, damit all das in der Empfindung ist, im Verständnis und damit dies die Anstrengung und die Kraft füllt, welche wir investieren müssen zwischen uns, gegen unseren Verstand, gegen unser Gefühl. Wenn wir all das ausführen, enthüllt sich uns noch mehr und noch mehr die Möglichkeit, ihn zu erkennen, den Schöpfer zu erkennen. Und daher ist dieser Weg ein langer Weg. Es ist so, dass wir uns die ganze Zeit aufbauen. Der Schöpfer gibt uns Bedingungen. Er stellt uns Bedingungen, entgegengesetzte Bedingungen von Unverständnis, keinerlei Empfindung, verschiedene Verwirrungen, wenn alles nicht zusammenpasst, alles und genau daraus tun wir ihn erkennen. Wir entwickeln in uns Kili, welche wir von anfänglich nicht besitzen. Weil wir beginnen mit dem Zustand, wo wir noch weniger sind als Tiere, weil Tiere befinden sich auf einer instinktiven Stufe der Existenz. Sie haben keinerlei Probleme. Die Natur verpflichtet sie, sich auf verschiedene Weise zu verhalten. Deswegen haben sie keine Fragen über nichts. Und Menschen auch, wie wir ähneln auch Tieren, da von dieser Stufe beginnen wir, aber dann später beginnt sich in uns, laut unserer Evolution, dieser böse Trieb zu entstehen und wir müssen diesen Trieb füllen, ihn wachsen lassen. Und hier bekommen wir ein großes Problem, wie können wir zu dem Zustand gelangen, wo dieser böse Trieb, welcher in uns permanent anwächst, wie wir ihn in Einklang mit dem Schöpfer ihm gegenüberstellen können, damit es diese Füllung übereinstimmt mit dem höheren Licht, damit es eine Gleichheit gibt, damit dieses Verlangen zu empfangen dermaßen bereit ist, dass es nicht die Form des Schöpfers annimmt, sondern seine Absicht umzugeben. Und dadurch tun wir die höhere Kraft erkennen. Und dadurch entsteht, dass die Wissenschaft der Tora sich absolut von anderen Wissenschaften unterscheidet, weil dort muss man nicht, dort lehrt man uns, dort brauchen wir keinerlei Handlungen, die man in anderen Religionen ausführt, weil dort brauchen wir lediglich den Verstand und wir müssen uns, dort muss man sich nicht korrigieren, dort muss man in Wirklichkeit nichts Besonderes tun. Und wenn jeder ein ganz gewöhnlicher Mensch ist, kann er das bekommen, was in all unseren Wissenschaften, welche wir entwickelt haben, kann er alles begreifen mit Hilfe unserer Natur. Hingegen aber die Wissenschaft der Kabbalah, sie enthüllt sich auf eine ganz andere Art und Weise. Sie existiert nicht in der uns umgebenden Natur, um uns herum, damit wir etwas aus dem, was neben uns befindet, irgendwie lernen könnten, weil wir noch in dieser Welt existieren und diese Welt erlernen. Egal wie viel wir diese Welt auch erforschen, das spricht nicht über die Handlungen des Schöpfers aus, das sagt uns nicht die Kraft des Systems,
der Kräfte, welche auf uns einwirken in dieser Welt. Und sie umgibt diese Welt und befindet sich in ihr in so einer durchsichtigen Art und Weise. Und wir fühlen nicht und müssen sie, diese Kräfte, annehmen und mit ihnen arbeiten. Auf reale Art und Weise. Deswegen fehlen uns diese Kräfte und diese Sinnesorgane nicht einfach nur zu fühlen, irgendeine Kraft zu fühlen, sondern ihr Wesen zu fühlen. Was ist der Grund dieser Kraft? Woher entsteht sie? Mit welchem Ziel sie auf uns einwirkt? Was müssen wir tun, wie wir darauf zu reagieren, damit wir diese Kräfte erkennen? Und wir müssen gerade mit ihr in diesem Zusammenschluss sein, Unverständnis, Unempfindsamkeit. Wir müssen in Bezug auf diese Kräfte, die über unsere materielle Natur stehen, zusätzliche ganz besondere Sinnesorgane entwickeln, um nicht die Kraft zu begreifen, wie sie wirkt, sondern mit welchem Ziel sie das tut. Wir fragen nicht die Kraft der Anziehungskraft oder andere Kräfte, Vakuum oder Kompression. Wir fragen diese Kräfte nicht, was ist ihr Sinn? Das heißt, mit welchem Ziel sie auf uns einwirken. Wenn hingegen aber in der Wissenschaft der Kabbalah wir gerade verpflichtet sind, zusammen mit dem, dass wir diese Kräfte enthüllen, wir wollen den ganzen Grund ihrer Handlung und das Resultat erkennen, auf einer eindeutigen Art und Weise, weil ansonsten nennt man das nicht, dass wir diese Wissenschaft begreifen. Das heißt also, um das Ganze zu enthüllen, müssen wir zuallererst diese Kräfte fühlen und alle Umstände begreifen, woher und wie sie auf uns einwirken. Was hängt von uns ab? Mit welchem Ziel sie auf uns einwirken? Das heißt also, hier gibt es eine Frage von allmählicher Entwicklung in diesem spirituellen Sinnesorgan, welchen wir erwerben, die Erkenntnis außer dieser Kraft und ihr Grund, das ist des Schöpfers an sich. Das heißt also, außer der handelnden Kraft auch noch der Verstand dahinter. Deswegen die Veränderungen in uns, wenn wir in der Wissenschaft der Kabbalah wachsen, keine einzigste Wissenschaft, welche wir erlernen in dieser Welt, sie verpflichtet den Menschen nicht, sich irgendwie zu korrigieren. Und sie wendet sich auch gar nicht auf so eine Art und Weise. Er kann ein Spezialist sein in einer herkömmlichen Wissenschaft. In der Wissenschaft der Kabbalah werden wir zu Spezialisten in dem Maße, wie wir selbst eigenständig diese Veränderungen durchlaufen. Deswegen ist es unmöglich, ein Kabbalist zu sein. Ansonsten nur dafür, dass für denjenigen, der diese Veränderung bekommen hat, im Verstand und im Gefühl, laut der Stufe, wo er sich befindet, und dann ist er dort, auf dieser Ebene. Daher, hier gibt es eine Arbeit an der Qualität und es gibt Arbeit an dieser Sturköpfigkeit, diese Handlung, die komplett entgegen der Natur des Menschen sind. Die ganze Wissenschaft der Kabbalah ist aufgebaut gegen die Natur des Menschen, das ist gegen das Verlangen zu empfangen, gegen unser Ego.
Und nur derjenige, der letzten Endes dazu in der Lage ist, inwieweit er sich selbst überwindet und versucht, aus sich das zu tun, was die Torah fordert, und bereit ist, sich unter den Einfluss des Lichtes zu stellen, das uns zur Quelle zurückführt, dann wirkt dieses Licht der Torah auf ihn, und in dieser Weise verändert er sich. Daher gibt es einen schweren Weg, wo wir uns in dieser Schwernis und Schwierigkeiten befinden, bis wir beginnen, Handlungen zu begreifen, welche wir Handlungen zu machen haben, und angefangen ab dem Augenblick, wenn wir bereits das Wesen der Handlungen verstehen, welche wir durchlaufen. Dennoch bleibt immer noch dieser Weg auf der Arbeit auf allen Stufen, aber wir verstehen bereits, was uns bevorsteht, und dann treten wir in die Arbeit ein, im Zehner, in dieser gegenseitigen Arbeit, in dieser gegenseitigen Anstrengung, wenn wir verstehen, dass nur mit dem, dass der Mensch Hilfe seinem Freund, man muss permanent dem Freund helfen auf dem spirituellen Aufstieg und so weiter, so im Zehner tun wir den ganzen Zehner herausziehen, jeder in dem Zustand noch und noch ein wenig erhöhen uns, und dann benutzen wir größere Lichter, um aufzusteigen, und größere auch damit sie uns füllen in unseren neuen Kelim. Daraus bekommen wir die Empfindung und Verständnis, sich auf diesen spirituellen Stufen befinden zu können. Daher haben wir zwei Ebenen, welche man diese Welt und die zukünftige Welt nennt. Jedes Mal, wenn wir an der Korrektur der Kelim arbeiten, das nennt man diese Welt. Jedes Mal, wenn wir diese Kelim füllen, nennt man das zukünftige Welt. Daher, in jedem Zustand, auf jeder Stufe, haben wir zwei dieser Zustände, und jedes Mal, jede Stufe beginnt mit der Null, und wieder steigen wir auf und wieder. Und je tiefer wir uns absenken, so wie Rabbi Shimon vermag, so zusammen damit können wir mehr aufsteigen und in diesen Zuständen auf, ab, jedes Mal ist es noch tiefer und noch höher und noch tiefer und noch höher. Deswegen, die Wissenschaft der Torah fordert vom Menschen, absolut komplett auf das Ziel ausgerichtet zu sein, fokussiert zu sein, und alles, was man braucht, alles, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Deswegen stellt sich hier die Frage, dass, wenn er hier sagt, dass wird dieses Weltteil glücklich bezeichnet, kann man dieses Leben so benennen? Zuallererst, wenn wir das lernen, verstehen wir, dass es keine Wahl gibt. Und zweitens, natürlich hat der Mensch vielerlei Probleme, Misserfolge, Leiden, und er kann mit nichts selbst fertig werden. Und je mehr er sich entwickelt, wird er umso schwächer. Und seine ganze Kraft kommt nur aus dem Zehner. Bis jetzt ist es klar? Gibt es Fragen? Nein. Dann lesen wir weiter.
Punkt 6. Nichtsdestotrotz ist die Rede, wie oben erklärt wurde, von der richtigen Arbeit in der Torah, der richtigen Ausführung der Gebote, welche unter strengsten Bedingungen darin liegt, dass sie mit dem Ziel getan werden, dem Schöpfer Genuss zu bereiten und nicht zwecks des Selbstgenusses, das kann man nicht anders erreichen als mittels einer großen Arbeit und zahlreicher Anstrengungen in der Reinigung des Körpers. Und der erste Kniff besteht darin, sich selbst daran zu gewöhnen, nichts für den eigenen Genuss zu empfangen, sogar wenn es erlaubte und für Bedürfnisse des menschlichen Körpers notwendige Dinge sind, solche wie Essen, Trinken, Schlafen und andere notwendige Attribute. Dadurch wird sich der Mensch im Prozess der Versorgung seiner Existenz gänzlich von jedem Genuss entfernen, der ihn sogar aus der Notwendigkeit heraus begleitet, bis er letztlich beginnt, ein im wörtlichen Sinne erbärmliches Leben zu führen. Und dann, auch nachdem er sich daran gewöhnt hat und es in seinem Körper keinerlei Wunsch gibt, irgendeinen Genuss für sich zu erhalten, darf er sich ab diesem Moment ab nach dem gleichen Prinzip mit der Torah beschäftigen und die Gebote ausführen, das heißt, um dem Schöpfer Genuss zu bereiten und nicht um etwas für sich selbst zu genießen. Und sobald er das verdient, wird er ein glückliches Leben gewürdigt, voll des Guten und der Genüsse, ohne irgendeine Bitternis eines Lebens, welches sich in der Beschäftigung mit der Torah und den Geboten im Sinne von Lishma offenbart. Wie Rabbi Meir sagt, jeder, der sich mit der Torah im Sinne von Lishma beschäftigt, wird mit vielem ausgezeichnet. Mehr als das erlangt die ganze Welt einen Sinn für ihn und es öffnen sich ihm die Geheimnisse der Torah und er wird wie eine sich verstärkende Quelle. Weiterhin heißt es, kostet und sehet, dass der Schöpfer gut ist. Weil gerade derjenige, der Geschmack an der Arbeit in der Torah und in den Geboten im Sinne von Lishma findet, dessen gewürdigt wird, selbst den Schöpfungsplan zu erblicken, der darin besteht, die Geschöpfe mit Genuss zu füllen, weil es einem Guten eigen ist, Gutes zu tun. Und der Mensch ist froh und genießt die Jahre seines Lebens, die ihm vom Schöpfer geschenkt wurden, und die ganze Welt gilt es ihm. Das heißt, hier, wie er hier sagt, gibt es im Allgemeinen zwei Teile. Ein Teil, in dem wir unser Verlangen zu empfangen korrigieren müssen, empfangen um zu empfangen. Das ist unser Ego und zusammen damit später das Verlangen um zu geben erwerben. Das heißt, das Verlangen bleibt ein und dasselbe, aber dieses Verlangen um zu empfangen, um zu geben, um zu wandeln vom Empfangen für sich selbst bis hin zum Geben an den Nächsten. Und der Nächste, in Wirklichkeit entdecken wir, dass dies der Schöpfer ist. Und wenn wir das tun, teilt sich der Weg sozusagen auf zwei Teile auf. Und wie hier sagt, das Erste, das ist sich selbst zu lernen, um nichts für den Eigennutzen zu empfangen. Was heißt nicht für sich selbst zu empfangen? Wenn unser ganzes Leben, das ist nur, wie sich selbst zu fühlen, wir müssen diesen einfachen Genuss ersetzen in eine notwendige Sache, wenn das weder gut noch schlecht ist, sondern später diese Dinge auf eine noch höhere Stufe zu erheben, die Gruppen, die Umgebung, sie mit ihnen zu genießen und so weiter, ihnen Genuss bereiten. Und deswegen passiert unsere ganze Arbeit in den Zähnen. Und dadurch kommen wir dann zum Ziel. Auf dem Weg gibt es noch viele Veränderungen und diese werden wir noch lernen. Aber in Wirklichkeit, bis wir zu dem Zustand angelangen, dass kommt und sieht, dass der Schöpfer gut ist, dass der echte Genuss in Wirklichkeit nicht
im Empfangen ist, so wie wir das heute in unseren kleinen Kelim verstehen, welche die ganze Zeit, wenn wir sie füllen wollen, sie werden sofort wieder leer und wir tun uns versuchen, wir füllen sie und sie werden immer leer und wieder wie Wasser ins Sand gießen und wir gießen es drauf und das Wasser verschwindet. Und so, bis der Mensch stirbt, indem er nur die Hälfte seiner Wünsche erfüllt hat und nichts bleibt von seiner Arbeit übrig, wenn er auf so eine Art und Weise im Laufe seines Lebens agiert. Aber in Wirklichkeit lernen wir, dass wenn er sich bereits in den gebenden Kelim befindet und sie sind sein Leben, wenn er die Kraft an den Schöpfer erreicht hat, wenn er das bereits berührt und in diese Ewigkeit eintritt, oder er, wenn nicht das, zu aller mindestens führt er dazu um, dass er andere dazu führt, dass sie auf dem Weg sind, die Korrektur von sich selbst und das Genuss bereiten an den Schöpfer, eins von beiden. Entweder er selbst erkennt es oder er tut es in seinen Nächsten hervorrufen. Die Schriften der letzten Generation. Der Zweck des Lebens besteht entweder darin, belohnt zu werden mit der Erlangung des Schöpfers zum Zweck des Schöpfers, präzise, oder die Öffentlichkeit zu, dass sie die Anhaftung mit ihm erreichen. Entweder dies oder jenes. Entweder das eine oder das andere. Entweder du dann fragen. Baal HaSulam spricht über ein erbärmliches Leben. Das ist nicht Baal HaSulam schrieb es, sondern es heißt aus der Mishnah so. Es heißt, dass ein Stück Brot sollst du essen, dann mit einem Fingerhut trinken und du wirst glücklich sein in dieser Welt und in der Zukunft. Aber entsprechend dem, was ich gehört habe, wenigstens ist für diese Generation nicht geeignet. Ja, das stimmt. Wir haben diesen Vorwort noch nicht beendet, aber noch hast du recht. Wir werden weiterschauen. Ja, noch? Punkt 7. Nun wirst du die beiden Seiten der Medaille in der Beschäftigung mit der Tora und den Geboten verstehen. Eine Seite ist der Weg der Tora, das heißt eine große vorbereitende Arbeit, während der Mensch seinen Körper vorbereiten muss, indem er ihn reinigt, bevor er der eigentlichen Ausführung der Tora und Mitzvot gewürdigt wird. Dann beschäftigt er sich zweifellos mit der Tora und Geboten nicht im Sinne von Lishma, sondern mit Beimengungen des Selbstgenusses, denn er hat es noch nicht geschafft, seinen Körper vom Wunsch zu reinigen, die vergänglichen Werte dieser Welt zu genießen. Und in dieser Zeit ist es ihm auferlegt, ein erbärmliches Leben zu leben und sich in der Tora zu mühen, wie es in der Mishnah heißt. Weil er sich in den Leiden befindet, weil es gegen sein Verlangen zu empfangen ist. Er ist verpflichtet, die ganze Zeit das Ganze zu überwinden, in dieser Anspannung zu sein. Und selbstverständlich ist das Leben und Leiden. Sobald der Mensch aber den Weg der Tora beendet und abgeschlossen hat, seinen Körper gereinigt hat und sich für die Ausführung... Das heißt, er machte bereits genügend Anstrengungen und Handlungen, damit das Licht, das zur Quelle zurückführt, auf ihn einwirkt, und er mit seiner Kraft eigenständig hat sich selbst eingeschränkt bis zu so einem Ausmaß, dass er nicht mehr genießt, außer die Notwendigkeiten, die er in seinen Körper hineinbringt, und sich für die Ausführung der Tora und der Gebote im Sinne von Lishma eignet, um Schöpfer Genuss zu schenken, geht er zur zweiten Seite der Medaille über, zu einem Leben in Freude und großer Ruhe. Einem solchen Leben ist eben auch der Schöpfungsplan gewidmet, den Geschöpfen Genuss zu schenken. Das heißt also, weil er jetzt bereits zerbrochen hat, dieses Verlangen zu empfangen, für
den eigenen Genuss, er stieg bereits darüber auf, so kann er jetzt vom Geben an den Nächsten genießen und an den gebenden Schöpfer, und dann hat er ein glückliches Leben, weil er im Geben an den Nächsten, da gibt es keinerlei Einschränkungen, und alle seine Handlungen sind voll mit Licht, mit Genüssen. Mit anderen Worten ist die Rede von einem glücklichen, von einem glücklichsten Leben in der, dieser Welt und der zukünftigen Welt. Und diese Welt, diese empfangene Kelim und in den gebenden Kelim, all das ist umzugeben. Und dann existiert er ohne Einschränkungen. In Wirklichkeit ist das noch unterteilt er diesen Weg auf zwei Teile. Die Enthüllung der Unkorrigiertheiten und die Korrektur und dessen Füllung. Und so kommen wir voran. Bald wird er uns erklären, dass es noch verschiedene Mittel gibt, um diesen Weg für uns zu vereinfachen. Das heißt also, dass wir befinden uns nicht in dem Zustand von diesem Brotessen, aus dem Fingerhut trinken und so weiter. Dann wirst du glücklich sein. Nein, wir sind dazu nicht mehr in der Lage. Also, wie kommen wir dann zur Korrektur? Das erklärt er uns bald. Und Fragen? Означает ли, что все, что больше наперстка воды, хлеба с солью, если человек получает больше этого, он должен направить это на Творца? Heißt es, dass alles, was über ist, Brot mit Salz und ist ein Fingerhut, dass es in Richtung des ausrichtigen Schöpfers sein muss? Wenn er in Wirklichkeit verstehen will, was ihm zu geben ist, dann nennt man das, dass bevor er sein Leben berührt, überhaupt, muss er eine Absicht ausbauen, um dem Schöpfer damit Genuss zu bereiten. Nicht nur ein wenig wie dieser Fingerhut Wasser oder ein Stückchen Brot, sondern in allem, auf jedem seiner Atemzüge, auf jedem Augenblick seiner Existenz. Hier gibt es kein Maß, weil all das entsteht aus der Absicht heraus. Noch? Dann weiter. Warte. Vorher haben wir gelesen, dass er schreit über das Zufriedenheit zu erreichen, zu geben. Die erste Taktik, nicht zu empfangen für eigenen Genuss, selbst Dinge, die erlaubt sind, um seinen Körper zu erhalten. Ist das etwas, was relevant ist für uns? Kann man sich wirklich einschränken? Nein. Das ist nicht für uns, wir sind nicht so. Weil laut dem Prinzip der Natur, wenn wir darüber reden, dass man das ganze Verlangen zu empfangen, um zu empfangen, überführen muss, um zu geben, also unsere Absicht verändern, die Absicht muss man komplett auf das ganze Verlangen zu empfangen verändern, von null an. Hier gibt es keine Stufe, angefangen ab der du dich bereits in so einer Feinfühligkeit befindest, dass du weniger machen brauchst als das. Nein, sondern von der Null heraus, weil hier die Rede über die Absicht ist. Okay, warum definiert das dann als eine Taktik? Ist das nicht etwas, das du nicht tun kannst? Taktik ist etwas, was man tun kann, richtig? Dass man das Ziel, um das Ziel zu erreichen. Natürlich können wir das nicht selbst realisieren. Ich weiß nicht, wie sie das in der Vergangenheit taten, kann ich dir nicht sagen, weil die Menschen tatsächlich alle anscheinend nach gelebt haben und auf diese Weise das Ganze empfunden haben. Aber wir unterscheiden hier mehrere Ebenen. Ab der Periode, wo man Babylon verlassen hat und weiter, bis man begann, die Tora
in der Stufen von Urvätern auszuführen, gab es, ich denke, es gab eine Existenz auf so eine Art und Weise wie jetzt. Es, und das war so bis zu der Periode von Mishnah. Und dann die Periode von Gemara, das ist der andere Teil vom Talmud. Die Weisen des Talmuds haben diese Dinge bereits vereinfacht. Warum? Weil über dem, dass einerseits sie begriffen haben und viele Lichter erworben haben auf den Ebenen dieser Welt, diesen umgebenden Lichter, die inneren Lichter, sie haben sich für sich erworben und die umgebenden für die anderen, die keine Erkenntnis haben. Und außerdem gab es eine Entwicklung, in dem egoistisch Verlangen zu fangen, bis zu so einem Ausmaß, dass sie diese Bedingungen nicht mehr einhalten konnten. Und dann entstand diese Vereinfachung. Und das ist keine Vereinfachung, dass es eine gewisse andere Berechnung gibt und du kriegst eine andere Berechnung, du hast irgendeinen Rabatt. Nein, einfach nur eine andere Beziehung zwischen den Lichtern und den Kelim. Deswegen kannst du nach dieser Periode Lichter benutzen, die zur Quelle zurückführen. Und auch zuvor in Wirklichkeit hast du das Licht benutzt, das zur Quelle zurückführt, aber du hast ihn mit physischen Handlungen mehr herangezogen. Und das heißt, dieser Fingerhut und das Brot und Schlaf auf dem Boden, all das, aber dies steht in der Mishnah vom Traktat Avot. Und die Gemara, die ein paar hundert Jahre später geschrieben worden ist, dort war es bereits anders, dass das Licht in ihr bereits zur Quelle zurückführt. Wir werden das bald behandeln. Was passiert dann von einer Periode zur nächsten? Ändert sich dann die Methode? Auf keinen Fall. Die Methode verändert sich nicht, nur die Bedingungen verändern sich, dass ein Teil der Kelim beginnen sich zu korrigieren. Wir reden hier über das System von Adam Rishon. Es ist zerbrochen. Teile von ihr tritt in die Korrektur ein und das ganze System bekommt ein gewisses Leuchten. Ein Teil wird korrigiert und dann für diese Bedingung, auch die Bedingungen für sie verändern sich. Danach entsteht eine Veränderung in den Kelim, die Sortierung von diesen und die umgebenden Lichter. Deswegen hast du den Niedergang der Generationen. Wenn das Ego anwächst, woher wächst es? Das Verlangen zu fangen bleibt, wie es ist. Aber weil ein Teil der Kelim sich korrigiert und ihre Korrektur vom Einfachen zum Groben hin, das nennt man Niedergang der Generationen. Am Anfang gab es Kelim, die 10 Gramm gewogen haben, empfangen. Ego. Man hat sie korrigiert und dann, man hat sie korrigiert, also entstehen 20. Ist das ein Niedergang? Ja, im Zustand, so sagt man dazu. Ein Abstieg der Generationen, jedes Mal offenbart sich ein Licht und diese neue Schicht der Kelim, sie werden gröber. Das ist dieselbe Methode, aber es entstehen neue Mittel. Zuerst erwachten Lichter, das zur Quelle zurückführen, mit Hilfe diesen körperlichen Einschränkungen und danach mit Hilfe dieser Einschränkungen mehr und mehr im Verlangen, in der Absicht, in den verschiedenen Handlungen, die mehr innerlich sind, im Einklang mit den unkorrigierten Kelim, die sich uns enthüllen. Aber die Unkorrigiertheit, sie war schon damals da, nur Schicht für Schicht enthüllen sich diese und erlauben uns, jede Ebene zu korrigieren, zusammen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Ist das klar? Okay, schämt es nicht, stellt Ihre Fragen, aber zur Sache, bitte. Я правильно понимаю,
Verstehe ich richtig, wenn die Handlung in der Absichten, die sind mehr wichtig, habe ich nicht verstanden. In jeder Generation gibt es eine besondere Art der Arbeit. Wir lernen das in den verschiedensten Orten in der Kabbala. Und wenn die erste Generation, wenn sie stark werden, in einer praktischen Ausführung, wir sind größer in der Absicht. Und jede Schicht des Verlangens zu fangen, das sich uns, welche wir als Generation bezeichnen, jetzt zeigt sich die letzte, das ist das allerschlimmste Schicht, welche man korrigieren muss, im Verlangen zu fangen, und dann kommen wir zur Endkorrektur. Also selbstverständlich befinden wir uns in Kelim, die sehr, sehr schlecht sind, sehr egoistisch sind, welches es sehr schwer fällt, uns sehr schwer fällt zu korrigieren, einerseits. Andererseits, alle vorigen korrigierten, bis zum heutigen Tag korrigierten Kelim, sie helfen uns. Zum Beispiel, es bleiben übrig, 10% zu korrigieren. 90% sind bereits korrigiert von der ganzen Seele. Es bleiben nur noch 10%. Und obwohl das alle die allerschwersten Kelim sind, aber all diese 90% korrigierten, man hilft uns, und wir benutzen diese Kraft, wir benutzen die Bücher, die sie uns geschrieben haben, welche sie uns übergeben haben. Aber dennoch, unsere Kelim sind sehr schwer, wir sind sehr egoistisch. Und deswegen sagt auch Rabash hier, dass er ist wirklich, als er geboren worden ist, der war verwundert. Er war am Anfang des 20. Jahrhunderts, ist er zur Welt gekommen. Und am Ende des 20. Jahrhunderts, inwieweit diese 100 Jahre eine egoistische Revolution in der ganzen Welt hervorgebracht haben. Er sagte, dass vor 100 Jahren lebten die Menschen wie Tiere. In Dörfern. Genauso wie man. Sie haben Tiere und Vieh gehalten und Getreide. Keine Nachrichten, kein Radio, kein Fernsehen. Er wusste überhaupt, was in der Welt um sich, um ihnen passiert. Und was, schaut mal, was heute ist. Du willst das Internet nicht verlassen. Du kannst ohne das nicht leben. Die ganze Zeit lebst du mit der ganzen Welt zusammen. Das heißt, dein Ego fordert, angeschlossen zu sein, direkt zu der ganzen Wirklichkeit. Das ist ein Zustand, welcher niemals in der Geschichte da war. Und zusammen damit verstehe, dass auch der Eintritt in das Spirituelle ist auch anders. Ja. Und die echte Absicht, in der Absicht, ich denke, das ist schwerer als eine Einschränkung des physischen Körpers. Nachon, atatodek. Stimmt. Du hast recht. Aber nicht, dass sie keine Absicht gebraucht hätten zu tun. Nicht gebraucht hätten. Auch sie mussten es. Wenn als sie es dafür wollten, um den Schöpfer damit Genuss zu bereiten. Ohne Absicht kannst du überhaupt nichts machen. Versteht nur, dass das Verlangen zu empfangen verändert sich nicht. Dass du heute ein Kilo Brot essen kannst und ein Eimer Wasser trinken kannst. Und vor ein paar hunderttausend Jahren konntest du nur ein kleines Stückchen essen, Brot essen, für den ganzen Tag. Und ein halbes Glas Wasser, das ist einfach ein Ausdruck deines Verlangens zu empfangen.
auf das du eine Einschränkung machen konntest, um zu geben. Weil die Kelim entsprechend auch klein gewesen sind. Stell dir einfach einen Menschen vor, der zum Beispiel vor 500 Jahren gelebt hat oder vor 1000 Jahren gelebt hat. Was hast du heute? Du konntest zum Beispiel mit 50 Menschen teilen und wie würden sie dann leben? Die Ernährung und dein Haus und die Kleidung, alles, was du hast. Deswegen können wir diese Dinge nicht vergleichen. Aber die Korrektur, das, was du gefragt hast, sie war dennoch in der Absicht. Nur mit Hilfe von der praktischen Arbeit war es unmöglich, das zu tun, aber wir mussten dennoch unsere Absicht korrigieren, weil materielle Handlungen, sie half damals, diese materiellen Handlungen haben damals sehr geholfen, der Absicht. Und wir werden es noch sehen, er wird es noch erklären. Wo sind wir stehen geblieben? Punkt 8. Dadurch tritt eindeutig der große Unterschied zwischen der Wissenschaft der Tora und anderen Wissenschaften der Welt zutage. Die Kenntnis übriger Wissenschaften der Welt verbessert keineswegs das Leben dieser Welt, weil sie den Menschen noch nicht einmal eine allgemeine Befriedigung im Wechsel gegen die Leiden und Qualen geben, die im Laufe seines Lebens erduldet. Das heißt, du leidest davon, dass du leidest nicht, dass du Physik oder Chemie erlernst. Du leidest trotzdem. Du kannst leiden, du kannst nicht leiden, du kannst genießen. Aber das eine hindert nicht am anderen. Leiden bestimmt nichts in der Erkenntnis der Wissenschaft. Zu der Zeit aber, wenn in der Kabbalah, ja, die Leidenden bestimmen es, weil du hier gegen dein egoistisches Verlangen arbeiten musst. Wenn der Mensch daher die übrigen Wissenschaften studiert, ist er nicht verpflichtet, seinen Körper zu korrigieren, und es reicht ihm die Mühe aus, die er dabei investiert, wie auch bei jeglichen Erwerbungen dieser Welt, mit denen er sich investieren, Anstrengungen und Mühen erkauft hat. Im Unterschied dazu besteht die ganze Beschäftigung mit der Tora und dem Mitzvot darin, dass er den Erhalt all jene Güte würdig wirkt, sich im Schöpfungsplan den Geschöpfen Genuss zu schenken birgt. Und daher muss der Mensch natürlich seinen Körper reinigen, um geeignet und dieser Güte des Schöpfers würdig zu werden. Das ist das, was wir hören. Ich habe das bereits mehrmals gehört. Ich wusste nicht, dass dies dermaßen ein Problem mit sich bringt und Unannehmlichkeiten. Ich begann zu studieren. Alles war wunderbar und gut. Ich war froh, wie wunderbar, welche wunderbaren Dinge wir lernen. Wie wunderbar es, sie zu hören, über Kräfte, Lichter, Welten. Darüber, was uns in der zukünftigen Welt erwartet, die Endkorrektur. Plötzlich enthülle ich, dass all dies bringt Druck mit sich, Angespanntheit. Ich bin verwirrt, ich bin desorientiert. Manchmal kommt mir vor, ich werde komplett verrückt. Ich kann diese Wissenschaft nicht wahrnehmen, weder mit Herz noch mit Verstand. Und was wird mit mir werden? Manche sagen, ich kann nicht, ich habe Familie, ich stehe für sie in Verantwortung, kann so nicht weitermachen. Das heißt, schwer. Ja, schwer. Und wir müssen schnell diese Periode durchlaufen. Das werden aber irgendwann mal die allerersten, die diesen Zustand durchlaufen haben, Schlaffer auf dem Boden und so weiter. Irgendwo müssen wir
schnell, also nicht in wirklich das Ganze, sondern in der inneren Empfindung, damit es eine gewisse Identifikation mit dem Zustand gibt, den sie durchlaufen haben. Und all das dafür, um den Menschen dazu vorzubereiten, über seinem egoistischen Verlangen zu sein. Wir müssen immer mehr und mehr darüber reden, weil wir keine Wahl haben. Nicht wir, die Wahl hat, die Welt hat keine Wahl. Ob sie das wollen oder nicht, sie treffen auf solche Zustände und solche Situationen, Gegebenheiten, dass egal, was du ihnen sagst, das ist schlechter als der Zustand der Welt, wird es nicht mehr werden. Deswegen, ja, wir können uns öffnen und sagen, Freunde, das ist die einzigste Korrektur, welche wir machen müssen. Wenn ihr wollt, ja, bitteschön. Wir können das natürlich unterstützen, aber wir müssen diese Korrektur durchlaufen. Die Korrektur, wie wir das weiter lernen werden, ist sehr einfach. Nur in der Verbindung. Und wenn wir das tun, werden wir alle Unannehmlichkeiten beseitigen. Aber noch, wie hier schreibt, das ist wirklich das Verständnis von Lichter und Kelim. Und wir müssen auf direkte Weise das Ganze fühlen, wie wir aufsteigen, über unser Verlangen zu empfangen, über unserem Ego. Und wir müssen das sozusagen unter Druck machen, mit Kraft. Es zwingen, ihn dazu bringen, das Ego. Also wenn es Fragen gibt, bitte. Buenos días. Das andere Mikrofon. Usted acaba de decir que hay que identificar el estado en el cual nos encontramos, más no hacer el acto físico, digamos. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo he escuchado a algunos amigos que dicen que para alcanzar todo tengo que ser pobre. O sea, no tener dinero ni nada. Guten Morgen, Raf. Sie sagten jetzt, dass wir den Zustand erkennen müssen, in dem wir uns befinden, und auch die Sache von, dass wir wirklich fühlen müssen, das Leid und arm zu sein, dass wir scheinbar nichts haben. Und Raf sagt, die Frage, was ist denn die Frage? Usted acaba de decir que hay que identificar el estado, mas no hacerlo físicamente. Es decir, hay gente que dice, no, yo tengo que ser pobre para alcanzar la Kabbalah, para estudiar. Sie sagten jetzt, dass wir diesen Zustand erkennen müssen, nicht wirklich arm sein. Wenn manche sagen, dass wir wirklich arm sein müssen. Er sagt, nein, unseren Zustand heute brauchen wir das ja überhaupt nicht. Ich hoffe, dass wir bald diesen Teil Punkt L, ab Punkt 11, in einer halben Seite werden wir zu seiner Erklärung kommen. Wir müssen einen Zustand erreichen, wo ich nichts möchte, außer zu existieren in körperlicher Weise, so dass ich habe, was ich brauche zu meiner Existenz, und alles Übrige richte ich aus zum spirituellen Erlangung. Erlangung des Verlangens zu geben. Bitte. Punkt 9.
Das Gesagte tritt in der Mishnah deutlich zutage. Wenn du das tust, glücklich bist du in dieser Welt. Die Weisen waren absichtlich exakt hier, um darauf hinzuweisen, dass ein glückliches Leben in dieser Welt nur für diejenigen bereitet ist, der den Weg der Torah abgeschlossen hat. Somit haben die hier erwähnten Einschränkungen im Essen, Trinken, Schlafen sowie ein entbehrungsvolles Leben nur Platz, während der Mensch den Weg der Torah geht. Und das meinten die Weisen, wenn sie sagten, so ist der Weg der Torah. Wenn der Mensch aber diesen Weg im Sinne von Loleshma in einem Leben voller Entbehrung abschloss, so sagt darüber der abschließende Teil der Äußerung der Mishnah, glücklich bist du in dieser Welt, da du des Glückes und der Güte gewürdigt wirst, die sich im Schöpfungsplan bergen. Und die ganze Welt wird dir nur Nutzen bringen, das heißt sogar diese Welt und umso mehr die zukünftige. Das bedeutet, es gibt eine Zeit, wenn wir die Gefäße korrigieren müssen. Nach der Korrektur der Gefäße beginnen sie gefüllt zu werden mit Licht. Dann kommt vollkommen andere Zeit. Aber es ist nicht, dass wir uns freuen, dass unsere Gefäße jetzt endlich gefüllt werden mit Licht. Sondern das Licht, das die Gefäße erfüllt, ist das Licht des Gebens. Es geht darum, sich erfreuen am Geben, was ich anderen verursache. Und so, mit diesen Korrekturen, das Licht der Einschränkung endet und das Licht des Vergnügens beginnt. Aber nochmals, ein anderes Art von Vergnügen, das Vergnügen am Geben, desto mehr wir unsere wahre Arbeit im Zehner wertschätzen, desto schneller kommen wir zur Verwirklichung der Torah und gefüllt mit diesen Lichtern im Zehner. Aus dem uns gegenseitig zu erfüllen im Zehner, das heißt in Ausführung des Gebens, dann dementsprechend, selbst jetzt, können wir beginnen, uns zu erfüllen mit diesen Hirn. Licht in dem Licht der Tora. Fragen? Herr Kollmann. Gracias, Rav. Buenos días. Sin embargo, a pesar de lo que estamos leyendo. Guten Morgen. In estos tiempos sabemos que entsprechend dem, was wir lesen, el sustento, obtener el sustento. In diesen Zeiten ist die Schwierigkeit, der notwendig Dinge zu erlangen, wird schwieriger in unseren Zeiten. Bezüglich der Arbeit. Wie beschäftigen wir uns mit der Tatsache, dass es sehr schwierig wird, notwendige Dinge zu erreichen in der Arbeit mit den Zehner? Wie beschäftigen wir uns in der Arbeit mit den Zehner und wenn es so schwierig ist, das Minimum für körperliche Minimum für ein Leben zu halten? Also heutzutage, die Leute, die haben nicht mal das notwendige Ankommen. Rav sagt, das ist alles miteinander verbunden. Ich kann nicht, sagen, nur wie wir besser leben als Baal HaSulam und Rabash, die buchstäblich nicht mal Brot zu Hause hatten manchmal oder eine Zwiebel oder irgendetwas. Das heißt nichts, einfach gar nichts. Du sagst,
Sie brachten vom Brunnen Wasser, dort gab es Brunnen. Die hatten. Und Wasser kam ins Haus. Wenn sie das nicht hätten, hätten sie auch das nicht. Und Brot war sehr selten. Sie sprachen darüber, wie sie eine Hochzeit feiern im Hinterhof von jemand, in der Mitte der Straße sozusagen. Und sie hießen die Gäste willkommen mit diesem kleinen. Sie haben die Gäste empfangen mit so einem kleinen Stück Brot und Tee. So ein kleines Stück und Tee. Und wenn du um noch ein Brötchen gebeten hast, hast du keins mehr bekommen. Das heißt, die Menschen haben sehr, sehr bescheiden gelebt. Ich verstehe, dass die Standards heute so gehoben sind, dass sogar wenn du 20 Stunden am Tag arbeitest, dennoch wirst du nicht dazu gelangen, das, was man braucht. Kinder, Schule, all diese Steuern, all das ist verständlich. Aber nicht, dass heute wir schlechter leben als bevor. Frag deinen Großvater, er erzählt es dir. Einfach jede Generation. Sie leben mit ihren eigenen Korrekturen. In jedem Land, in jeder Familie, jeder Mensch, zusammen damit, je nachdem, was er in seiner Seele korrigieren muss. So muss er, wenn du also in Wirklichkeit dich selbst korrigieren möchtest, und du machst Anstrengungen dafür. Du unternimmst diese. Das heißt also, herumlaufen, viel Arbeit zu machen. Zuallererst musst du dein materielles Leben in Ordnung bringen, dann das spirituelle. Dann wird es dir nicht gelingen. Das wird nicht funktionieren. Man braucht alles, man muss alles ausbalanciert machen. Das eine und das andere. Und das, wie das Schicksal einfach hinnehmen. Ist das klar? Ja. Danke, wovon hängt die Kraft der Absicht ab, wenn die Abhängigkeit in der Absicht in der von Zertrennung ist? Ich habe nicht verstanden. Die Kraft der Absicht hängt von der Kraft meiner Einschlüsse in den Zehen ab, inwieweit sie auf mich einwirken. Mit der Größe des Schöpfers und des Ziels, die Größe unserer Arbeit, der Größe unseres Szeners, der uns helfen kann, jedem Einzelnen und allen gemeinsam für die Entwicklung. Nur der Einfluss der Umgebung. Okay? No, Kolman. Kolman. Ich habe gehört, dass auf unserem Weg muss man in Freude sein. Wie kann ein Mensch ein Leiden leben und trotzdem sich erfreuen? Das ist diese Freude, dass ich einfach auf dem Weg bin, auf dem Weg zum Schöpfer, dem ich mich ihm annähre. Und ich fordere nichts, als außer auf dem Weg zu bleiben. Und alles, was der Schöpfer mir bietet, so dass ich einfach nur für ihn durchsichtig bin. Alles, was da ist. Ich freue mich an wirklich allem. Und diese Freude, sie ist materiell. Diese Freude ist nicht materiell, das ist eine spirituelle Freude. Ich freue mich, dass die Gruppe mich unterstützt, weil sie mir hilft, auf das Zentrum der Gruppe ausgerichtet zu sein, dort, wo sich der Schöpfer befindet. Und unabhängig davon, dass mein Leben sehr schwer ist, mein materielles Leben. Dennoch verstehe ich, dass im Allgemeinen und Ganzen mache ich alles, was auf mich auferlegt ist. Und deswegen bin ich froh über meinen Anteil. Also wie
kann diese Freude gemeinsam mit den Leiden Hand in Hand gehen. Die Leiden, meine Leiden, sind nur von der Empfindung des Mangels, der unkorrigierten Kelim. Ich bin immer noch nicht dazu angelangt, um dem Schöpfer Genuss zu bereiten. Aus Südamerika eine Frage. Was bedeutet es, praktisch die Tora und die Gebote auszuführen? Das heißt, versuchen, über allem diesem ganzen Verlangen zu empfangen, trotzdem mit dem Zehner verbunden zu sein, zu bleiben. Und durch den Zehner mit dem ganzen Weltkli und durch das Weltkli mit der ganzen Menschheit. Und zu fühlen, dass der Schöpfer sich in all diesen Kreisen befindet, im Zentrum aller Kreise. Und zu ihm strebe ich und bin bereit, mich um diese ganzen Kelim zu kümmern, auch im Zehner, in den Zehnern und in dem ganzen Bnei-Baruch im Kli und in den Kelim der ganzen Welt, Menschheit, um sie zu der Einheit mit ihm zu bringen. Das, daran erfreue ich mich, dass er solch einem Schicksalwünsche geworden ist. Aus Bulgarien eine Frage, wie kann die Ausführung der Gebote für den Genuss, wie bringt das den Menschen zu einem guten Leben? Indem er dem Schöpfer Genuss bereitet, dann vom Schöpfer geht durch all diese Kreise das höhere Licht aus und füllt diese mit dem Licht des Gebens, der Liebe. Und das ist das Ziel des Lebens, der Schöpfung. Allgemeine Fragen noch, welche ich im zweiten Teil stellen werde. Und es gibt noch welche nicht übersetzen. Okay, gut. In einer Stunde, ab 6, fangen wir an mit allgemeinen Fragen. Bereite diese vor. Bitte. Ot Yud. Punkt Nummer 10, wir lesen weiter. Im Buch Zohar heißt es, und der Schöpfer sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Torah Bereshit. Es wurde Licht für diese Welt und es wurde Licht für die zukünftige Welt. Der Sinn dessen besteht darin, dass die Erschaffenen in der ursprünglichen Handlung, in ihrer Gestalt und ihre ganzen Größe, das heißt in ihrer ganzen Vollkommenheit und Pracht, erschaffen wurden. Daher entstand das Licht, welches am ersten Schöpfungstag erschaffen wurde, in seiner ganzen Perfektion, einschließlich auch des Lebens in dieser Welt, in äußerlichster Freiheit und Güte, wie es durch die Worte ausgedrückt wurde, und es wurde Licht. Um eine Möglichkeit zur Wahl und Arbeit vorzubereiten, machte der Schöpfer Halt und verhüllte es für die Gerechten, für die Zukunft. Und daher sagte sie mit ihrer klaren Stimme, und es wurde Licht für diese Welt. Er blieb aber nicht dabei stehen, und es wurde Licht für die zukünftige Welt. Das heißt, diejenigen, die sich mit der Tora und den Geboten im Sinne von Lishma beschäftigen, werden erst in der Zukunft dieses Lichtes würdig. Das bedeutet, in der Zukunft nach Abschluss der Reinigung des Körpers mittels der Tora, wenn jenes riesige Licht auch in dieser Welt würdig werden, wie es von den Weisen gesagt wurde, deine Welt wirst du zu deinen Lebzeiten sehen. Das heißt also, dass in dem Geschöpf, die Welten waren die Kelim und das Licht füllte sie in ihrer ganzen Fülle und Vollkommenheit. Und wir lernen das auch in der Welt der Unendlichkeit. Und später, bis dieses ganze System sich irgendwie gebildet hat, diese ganzen fünf Welten, fünf Verhüllungen, wir befinden uns bereits in dem Zustand des Zerbruchs und so weiter. Aber dieses ganze Licht, das die Kelim gefüllt hat, erfüllte sie, dann zerbrach das Kelim, das Licht trat aus und es befand sich sozusagen außerhalb des Kelis. Und wir mussten lediglich diese Lichter erwecken und dieses Licht wieder zurückkehren. Und in dem Maße, dass wir zu diesem Licht unsere Anstrengung noch hinzugeben,
vergrößern wir dieses Licht um 26 Mal mehr im Vergleich mit dem Licht, das zuvor in diesem Kli war. Deswegen ist unsere Arbeit so wichtig. Das sind keine Anstrengungen, die umsonst sind. Mit ihrer Hilfe wachsen wir, dass jeder im Einzelnen, wir alle gemeinsam versuchen, unabhängig mit dem Ego uns zu verbinden, wieder zu diesem einen Kli, dann werden wir um 620 Mal mehr größere Verbindungen haben und auch mehr Licht, welches diese Seele füllt. Und dann steigt die Seele auf im Vergleich zu dem Zustand, im vorigen Zustand. Okay, gut. Alles klar. Janif. Saludos. Ken. Buenos días. Gibrish. La pregunta es la siguiente. O sea, los. A Mikrofon ist ein bisschen. Das Mikrofon ist nicht okay? No. Actualmente tenemos más. Entonces, con el siguiente, con lo que planteamos anteriormente. En la actualidad tenemos más dificultad de hacer restricciones de tipo dormir en el suelo y comer sal que lo que estuvieron en la actualidad. En unseren Zeiten ist es schwieriger, eine Einschränkung auf unsere Wünsche zu machen, so wie es geschrieben steht. Trinke aus dem Fingerhut und esse ein Stück Brot. Er sagt, das fordert man von uns gar nicht. Keine Beschränkung. Wo hat er geschrieben? Punkt 14, ja? Ach so, jetzt kommt er. Okay. Also, in unserer Zeit fordert man von uns keine Beschränkungen. Du kannst Milliardär werden oder sein. Kannst auf deiner Insel leben, auf dem Ozean, was du hast. Voll Wohlstand. Das stört dich nicht, dich mit der Kabbalah zu beschäftigen, ein großer Kabbalist zu sein. Punkt. Wichtig ist, du musst deine Absicht zu empfangen korrigieren, damit dieser vollständig umzugeben ist. Es kann sein, dass es nicht so einfach sein wird, mit so einem Vermögen zu denken und zu geben. Vielleicht auch nicht. Ich habe ein Beispiel angeführt. Rabash schickte mich zu einem Lebensmittelladen, ihm etwas zu kaufen. Und wenn ich ihn fragte, welche Käse willst du? Er sagte, kaufe das Beste. Das Beste, was heißt das? Das Teuerste. Ein kostet zum Beispiel $3, anderer Käse kostet 5, kaufe für 5. Das ist der Mensch, der sehr hartes Leben gehabt hat, wo zu Hause nichts zu essen gab. Sie sind aufgewachsen in der Zeit sehr starke Beschränkungen, Limitierung. Und nochmals, ich führe euch ein Beispiel an, dass ihr versteht, eins hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich weiß, wie er das Essen, die Kleidung angegangen hat, wo meine Frau im Mittagessen vorbereitete täglich. Ich habe ihm diese Töpfe nach Hause getragen, dann nach Hause abgeholt, zu mir nach Hause geholt, die leeren. Der hat mir sogar geschrieben, ich bitte, etwas hinzuzufügen. Und er verstand schon da. Er war sehr präzise. Also man muss nicht daran denken, dass ihr solltet unglücklich sein, auf der Straße leben und obdachlos. Nein, ganz normal zu sein, achte gar nicht drauf. Nochmal, noch Fragen. In unserer Zeit fordert man keine Einschränkung. Was meint man denn über die Stufe des Notwendigen, was nicht verurteilt wird und nicht belohnt wird? Das ist das, was du so angehst, was du hast. Das ist deine Einstellung dazu.
Ich habe eine Wohnung, 20 Zimmern, und ich schlafe auf einer Matratze, so dicke halbe Meter, so schicke Klimaanlage, schicke Fernseher, keine Ahnung, so ein Bad vielleicht, so ein Schwimmbad, persönlich individueller Schwimmbad, solche Dinge. Aber ich fühle in diesen Dingen nicht mehr als, also nicht mehr als, ja, das heißt, ich betrachte die Sachen nicht so, dass das nicht mehr als das Nötigste ist. Das ist die Frage der Einstellung. Wie soll ich dir das beschreiben? Zum Beispiel, also jemand kam aus dem Dorf in die Stadt und der denkt, in der Stadt werde ich nicht so leben wie im Dorf, wo alle lebten dort in einem Zimmer und in der Stadt werde ich werde ich ein eigenes Zimmer haben mit einem Tisch, dort gibt es ein Bett und meine Hausschuhe werde ich haben und Schrank werde ich haben und so weiter. Und der Mann kommt in die Stadt und dann kommt er zu dir und schaut dich an. Du hast einen Schrank von einer Wand zu der anderen, wo es voll befüllt ist mit diversen Kleidungen, schickes Bett. Und du dachtest, dass du eigentlich befindest dich mit im Wesentlichen mit dem Notwendigen da. Und der andere, der von seinem Dorf gezogen ist, der lebte ziemlich bescheiden, aber seine Sachen, die er jetzt hatte, sind Überfluss sozusagen. Das alles ist relativ. Und selbst wenn du jetzt rausgehst, irgendwohin zu reisen und dann kommst du zu Hause zurück, dann fühlst du anders, dass du irgendwelche Sachen im Überfluss hast. Es ist immer so, dass alles ist relativ. Deshalb, das Nötigste wird nicht verurteilt, nicht belohnt, all das ist der Zustand des Menschen, seine Einstellung, sein Aufbau, alles entspricht seine Einstellung den Sachen gegenüber. Im Talmud steht es geschrieben über jemand, ein Freund von Rabbi Akiva, der war ein Kabbalist, ja, nur ein reicher Mann, der hat all sein Geld verloren. Man spricht darüber, was vor 2000 Jahren der Fall war. Und er hatte keine Leute mehr gehabt, die ihn so getragen haben. Ja, man hat der Mensch saß so auf so eine Trage und vier oder zwei Leute haben ihn getragen, wie einen Wichtigen. Und er hatte nicht mal Geld dafür und dann müsste er rumlaufen, also zu Fuß rumlaufen. Und dann Rabbi Akiva und noch ein paar Leute haben ihn auf die Trage hingesetzt und dann haben sie ihn getragen. Warum? Weil für ihn war das Nötigste, das Notwendigste. Das war für ihn notwendig. Und solche Beispiele, alles ist in Bezug auf den Mensch selbst, alles relativ. In Bezug auf die Einstellung von ihm. Deshalb sehe nicht die anderen an, wie du lebst und wie die anderen leben. Jeder ist, wozu er gewohnt ist. Wenn er gewohnt ist, dass er $1 Million pro Monat Einkommen hat, der ist dazu gewohnt. Er fühlt nicht, dass er zu viel hat. Er ist dazu gewohnt. Und deshalb all diese
Bereichen, wo er 100 hat, will er 200, 200 hat, will er 400. So wie es kommt, wie es nur geht. Bis ohne Grenze. Da gibt es keine Grenze. Das heißt, das Wichtigste ist die Empfindung des Nötigen. Es wird nicht verurteilt und nicht bestraft. Determine what is necessity because we're always facing a calculation where to put our time. I could engage in a certain form of fulfillment. Wie können wir das Nötigste feststellen? Denn es gibt immer die Klärung, wo muss ich meine Zeit investieren? Wie kann man richtig seine Zeit benutzen, verwenden? Ich kann auswählen, irgendeine Füllung oder zum Beispiel gehen verbreiten. Ja, verstehe, dass wenn du auswählst, die spirituelle Beschäftigung, wenn für dich das Wichtigste ist, die Enthüllung des Schöpfers zu erreichen, und die Verbindung, Anhaftung an ihn, damit ihr fühlt, dass ihr miteinander verbunden seid, so dass du fühlst, wie es geschrieben steht. Meine ganzen Knochen werden darüber sprechen. Und für dich ist das nötig und wichtig. Und für dich ist wichtig, 2-3 Stunden pro Tag zu lernen. Und du brauchst irgendeine Zeit zu verbreiten, vielleicht eine Stunde pro Tag im Internet oder physisch. Ein paar Mal pro Tag musst du mit der Gruppe verbunden sein, um die Verbindung zu erneuern. Das ist das Nötigste, Notwendigste. Und wenn du darauf verzichtest, dann befindest du dich nicht mehr Richtung des Ziels. Der Rest ist, tue, was du kannst. Aber du musst daran arbeiten. Ich will dir, aber nochmals, du hast zum Beispiel einen reichen Onkel gehabt und da plötzlich ist er verstorben, Gott sei Dank. Und da hat dir das Vermögen vererbt. Ja, so 100 Millionen Dollar. Also nicht so viel, aber reicht aus. Aber trotzdem, du musst hingehen und arbeiten. Du kannst sagen, wozu? Ich habe doch alles. Nein. Man darf für dich nicht mit dem Geld beschäftigen, wo auf der Börse und so weiter. Du musst fortsetzen, weiter zu arbeiten, so wie es vorher ist, der Fall war. Aber vorsichtig, verantwortungsvoll. Du befreist einen Teil von deinem Tag. Zum Beispiel, du arbeitest halber Tag und halber Tag beschäftigst du dich mit der Verbreitung. Du musst trotzdem weiter arbeiten. Und normale Arbeit, ganz normale Arbeit. Wenn du nicht in deiner alten Arbeit arbeiten kannst, dann gut, dann gehe ich und mache Taxifahren. Sei ein Fahrer. Taxifahrer. Schüler. Zum Beispiel, alles funktioniert schon. Arbeit, Studium, die Verbreitung. Diese Berechnung bleibt ja. Wie viel muss ich investieren, um mein Tierisches zu versorgen? Wie viel muss ich investieren, um die Verbreitung zu machen? Also wie können wir diesen Punkt erkennen und machen exakte Grenze, um einfach nicht die Zeit zu verlieren? Das alles kommt auf die Entscheidung des Herzens an, die Feinheit, des Herzens. Es gibt hier keine präzise Formel, jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Man kann hier nichts tun. No.
setz mal fort. Ja. Наше сегодняшнее состояние, учитывая возросшее количество соблазнов и общую неисправленность. Lehrer, sagen Sie bitte, wenn man uns vergleicht mit den alten Kabbalisten, wir haben so viele Verlockungen, ist unser Weg viel schwieriger, als die Kabbalisten früher hatten? Ich denke nicht, dass der Weg schwieriger oder leichter ist. Er ist relativ in derselben Form, in derselben Art wie in den alten Generationen. Relativ ist dieser, alles entspricht der Generation. Ich denke, dasselbe Verhältnis bleibt. Es gibt keine Generation, wo es leichter oder schwieriger ist, aber in Bezug auf jede Generation, die Anstrengung, die man der Generation gibt, sie ist dieselbe. Sie ist nicht dieselbe, aber also nicht das Wesen der Anstrengung, aber die Anstrengung selbst. Mehr im Materiellen, mehr im Spirituellen, mehr Arbeit in der Gruppe, mehr individuelle Arbeit, aber immerhin insgesamt in jeder Generation, also gibt es die Entsprechung oder das Verhältnis und auf die Generation ist dieselbe Last auferlegt und in der Qualität, in der Quantität. Also Qualität multipliziert mit der Quantität. Die Kraft von dieser Last ist dieselbe. Also wenn jemand früher, ein Kabbalist früher sagte, lass uns zum Schöpfer gehen, würde jeder gehen früher. Und jetzt nicht? Rafir, richtig. Also so enthüllt er sich so nicht für sie und für uns enthüllt sie das. Aber entsprechend dem gab es früher andere Erleichterung, wo wir jetzt die Erschwernis damit haben, die Schwere haben. Ich denke nicht, dass wir so eine Berechnung damit machen müssen. Ja, es steht vor mir, ich muss tun. Was hilft mir, dass ich hier sitze und rumweine? Warum bin ich so schwach? Habe ich so einen schwachen Charakter? Warum bin ich nicht so klug genug oder warum bin ich nicht wurde nicht geboren irgendwo als englischer Prinz und so weiter. Das hilft nicht. Ich denke gar nicht, dass das gut ist. Denn am besten ist für den Mensch, wenn er das korrigiert, was zu ihm kommt, zu seiner Seele kommt. Punkt. Setzen wir weiter fort. Wer ist dort? Habe ich nicht gesehen. Wir studieren und das System zeigt, dass wir das System betrachtet uns sehr präzise und gibt uns exakte Anstrengung. Ja. Schüler, das System gibt, das System nimmt. Und man gibt uns präzise die Zustände, die auf dem kürzesten Weg uns die Möglichkeit geben, zum nächsten Zustand zu übergehen. Und insgesamt gibt es eigentlich gar keine große Wahl. Raff. Außer der freien Wahl, die besteht in der Auswahl der Umgebung, der spirituellen. Darin gibt es die freie Wahl. Außerdem gibt es gar keine freie Wahl. In gar nichts. Alles im Leben ist bereits die Folgerung von dem, welche Umgebung du gewählt hast. Du hast die Umgebung gewählt, spirituelle, in Bezug auf das Ziel.
du hast so ein Schicksal, dann, wenn du so eine andere Umgebung gewählt hast, hast du ein anderes Schicksal. Und genauso, wenn du nicht die Kabbala lernst. Inwiefern die Umgebung, wo du bist, von der du dich beeindrucken lässt, sie ist mehr, wenn sie mehr spirituell ist, kommst du vorwärts. Dann kommst du in allen Teilen deines Lebens vorwärts. Zu Hause, auf der Arbeit, in allem. Inwiefern du dich in der Umgebung befindest, die weniger spirituell ist, desto dementsprechend sind auch deine anderen Dinge in deinem Leben, sie werden sich anders gestalten. Das heißt, alles hängt davon ab, inwiefern du die Umgebung wählst, die auf das Ziel der Schöpfung hin ausgerichtet ist. So ist die Formel. Und das passt allen überall. Es gibt keinen Mensch auf der Welt, der nicht, wenn jemand nicht mal über Kabbala etwas weiß oder nicht, sein ist ein Teil der Seele von Adam Rishon und nur so verbindet er sich dorthin. Das heißt, zu sein, verbunden zu sein mit der Gruppe, die zum Ziel strebt und der zielgerichteten Einwirkung, das erbaut für dich das Leben in Bezug auf das Ziel. Ja. Das, was Sie heute gesagt haben und im Artikel besprochen wird, bedeutet das insgesamt, dass wir müssen rechtfertigen und akzeptieren, also empfangen und Punkt. All die Bedingungen, über die man uns hier spricht, über die man spricht, das ist nur übergehen und akzeptieren. Ja, das heißt, jede Sekunde in unserem Leben müssen wir mehr und mehr mit dem Zehner verbunden sein, jeder mit seinem eigenen Zehner, und dann brauchst du an gar nichts anderes zu denken. Wenn du nur das erfüllst, dann beginnst du zu sehen, dass all die Dinge entsprechend dem werden organisiert. Vielleicht werden sie mit mehr Schwierigkeit organisiert, um dir mehr Anstrengung, Möglichkeit zu investieren zu geben. Aber es kommt darauf an, wie du mit dem Zehner verbunden bist. Denn innerhalb des Zehners ist dort der Gmatikun, dort ist der Schöpfer, dort ist dein korrigiertes Kli im Zentrum des Zehners. А вот связь десятки – это что такое? Это временная характеристика или характеристика внутренняя? То есть я провожу здесь 10 часов. Verbindung mit dem Zehner. Ist die Verbindung irgendwie in der Qualität oder in der Quantität? Zum Beispiel, wenn ich eine Stunde im Zehner bin oder 10 Stunden im Zehner bin, was ist das? Die Qualität oder die Quantität entscheidet? Die Verbindung mit dem Zehner ist ständig, permanent. Diese ist schon niedergeschrieben worden und die ist verpflichtet für die Seele, die der Schöpfer schuf, den allgemeinen Willen zu empfangen. Und es gibt gar keine Möglichkeit, sich davon zu trennen. Rausgehen, reingehen, sich anschließen, trennen und so weiter, von Zehner zum Zehner. Es erscheint uns so, dass wir etwas tun können, aber wenn das passiert, das passiert durch große Anstrengungen, zusätzliche Korrekturen, die ich nicht empfehle zu machen. Ich empfehle, im Endergebnis zu machen, so wie der Mensch schreibt, wie Baal Zulam schreibt, der Schöpfer legt die Hand auf dein gutes Schicksal und sagt, nehme es dir und du musst es nehmen und dich daran anheften.
Glaub mir, es gibt nichts anderes zu tun. Der Rest ist keine freie Wahl. Wenn du nicht frei bist, wozu machst du dir Sorgen? Das, was passiert, dann wird es passieren, wird das Ergebnis der Verbindung im Zehner. Hast du was dazu? Ken. Ja. Rav, bueno, como la tecnología ha cambiado, ahora se mandan los mensajes, por ejemplo. Sí. Entonces. Rav, die Technologie in unserer Zeit hat sich verändert. Zum Beispiel, wir schicken einander Messages, Botschaften, Nachrichten. Also wenn ich zum Beispiel 10, 20 Nachrichten schicke, bedeutet, ich bin mit dem Zehner verbunden? Oder? Oder wenn jemand, der nichts schickt, befindet sich in der Absicht zum Beispiel zusammen mit dem Zehner? Was ist die Vereinigung, Verbindung hier? Ich weiß nicht, wenn für dich die Verbindung ist durch die Botschaften, die du schickst oder durch deine Absicht ist, ich will, dass du weißt, dass so eine Verbindung brauchen wir nicht. Denn du musst erforschen, wann bist du in der Verbindung und wann nicht. Ja. В продолжение сказанного вопрос таков: если десятка, wenn der Zehner sich von der Gruppe abschaltet, kann ich diesen Zehner als meinen Zehner betrachten? Ich weiß es nicht. Was ist die Gruppe? Ich weiß es nicht. Das muss man schon prüfen. Wenn wir sagen, dass alle Zehner müssen zusammen vereint sein, es gibt ein Zehner, dann gibt es 10 Zehner, dann 100 Zehner und so weiter. Alles teilt sich ein in Zehnerreihen, die sich verbinden zu den Zehnern in mehr Grad, mehrstufig. Also der Zehner verbindet sich mit den anderen Zehnern, 10 Zehnern, zum Hunderter, dieser Hunderter, noch ein Hunderter, also Tausender, also so. Wir sehen, wie das passiert. Aber es gibt nicht weniger als 10, es gibt nicht mehr als 10 in jedem kleinen Körper, auch in jedem großen Körper. Es gibt immer 10 Teile. Und also das grundlegendste Teil sind 10 Menschen, die wie eins sich verbinden. Und danach gibt es 10 Zehnern, die sich zusammen wie eins verbinden und so weiter. Kann ich bitte präzisieren, bitte? Also der Zehner ist mit dem Morgen, mit der Gruppe BB, also Baruch, verbunden nur durch den Morgenunterricht. Dann gibt es gar keine Treffen mehr, keine Kontakte. Rav sagt, stimmt nicht, wo hast du sowas gehört, warum fragst du so? Was, haben wir da nichts anderes? Ich weiß, 4-mal pro Tag die Zehner, die dich hier sind, ja, in diesem Gebäude, die lernen, die verbinden sich 4-mal pro Tag, 11.30 Uhr. Dann gibt es 1.30 5.30 Uhr und 8.30 Uhr. 4-mal pro Tag, außer dem Morgenunterricht. Sie verbinden sich und
sprechen miteinander. Ich höre auch zu, wovon sie sprechen. Manchmal schließe ich mich dort ein. Auch. Also nicht nur ein Morgenunterricht, das reicht nicht aus. Der Morgenunterricht ist kein Zehner. Der Zehner ist das, was hinter den Rahmen vom Morgenunterricht ist. Der Morgenunterricht ist zwar, man sitzt zusammen, ja, schön, aber es ist nicht die Arbeit unter den Freunden. Die Hauptarbeit unter den Freunden ist, die Größe des Schöpfers zu verstärken, unsere Abhängigkeit, unsere Beziehung ihm gegenüber durch den Lehrer zum Schöpfer, durch den Zehner zum Lehrer zum Schöpfer. Na, vielleicht lesen wir diesen Punkt, oder? Wir lesen Punkt 11. Allerdings aus den Worten von Talmud, Weisen von Talmud sehen wir, die haben uns erleichtert den Weg, weil sie sagten, der Mensch muss sich immer mit der Tora und Geboten beschäftigen, selbst Lolishma, und von Lolishma kommt er zu Lishma. Das heißt, weil das Licht, was in der Tora ist, führt ihn zurück zur Quelle. Das heißt, es gab die Zeit von Adam, von Abraham und weiter, vielleicht von Adam auch. Es ist schwierig, uns zu sagen, wie sie studiert haben und sich an die höhere Kraft angeheftet waren. Aber von Abraham und weiter beginnt das System der Vereinigung, weil er sagt, er liebe den Nächsten wie dich selbst, und davon kommst du zu Liebe zu deinem Schöpfer. Aber die Methode ist, wie man erreicht, liebe den Nächsten wie dich selbst. Die Methode war so, dass man beigebracht hat, du musst dich beschränken in allem, limitieren in allem, direkt gegen dein Ego arbeiten, bedrücke das Ego, runterschlage es runter, also schlage, macht die Veränderung so, dass das Ego nicht rausspringt und raus, also Essenstücke, Brot, trinke aus dem Fingerhut, ich schlafe auf dem Boden, und dann kommst du durch, und durch dieses Leid kommst du zur Enthüllung der Augen in der Tora. Das heißt, das Ego zu unterdrücken. Und so war der Fall bis zu der Zeit von Gemara, das heißt, das ist nach der Zerstörung des ersten Tempels, des zweiten Tempels, ungefähr zweiter Jahrhundert unserer Zeitrechnung, richtig? Gemara. Also siebter Jahrhundert. Das heißt, nach der Zerstörung, nach dem Abstieg der Generationen, sehen wir dann, dass wir nicht in der Lage sind, mit dem großen Ego zu arbeiten, das sich enthüllte nach der Zerstörung vom Tempel. Und deshalb enthüllte sich eine neue Methode, entsprechend dem, dass nicht die Qualen, das Leid und die Unterdrückung des Willens zu empfangen, hilft uns aufzusteigen und zu sein, um zu geben, sondern das Licht, das zurück zur Quelle führt. Wir können nicht direkt gegen den Willen zu empfangen arbeiten. Deshalb, es gibt gar keine Bedeutung mehr, diese ganzen Einschränkungen in Essen, in Kleidung, in all dem. Sei ein Millionär, Milliardär, egal wie, Hauptsache ist, du musst vernünftig studieren und auf die Weise, so dass das Licht, das zurück zur Quelle führt, natürlich durch die Gruppe, durch den Zehner, und wenn der Mensch da investiert, das Licht beeinflusst dich und erhebt dich von, um zu empfangen, zu, um zu geben.
Das ist das, was uns die Weisen gesagt haben, die Weisen von Talmud. Dadurch stellten sie uns ein neues Mittel statt der in der Mishnah beschriebenen Askese zur Verfügung, und zwar das Licht, welches in der Tora eingeschlossen ist, in welchem eine Kraft vorhanden ist, die ausreicht, um den Menschen zu der Quelle zurückzuführen und ihn zu Studien der Tora und den Geboten im Sinne von Lishma zu führen. Denn sie erwähnten hier keine Askese, sondern wiesen darauf hin, dass die Beschäftigung nur mit der Tora und den Geboten einem Menschen ausreichend Licht gibt, welches ihn zur Quelle zurückführt, damit er sich mit der Tora und den Geboten nur zu dem Zweck beschäftigen kann, dem Schöpfer Genuss zu bereiten und nicht zum Selbstgenuss, was eben Lishma heißt. Ja, das heißt, lass alles los, egal was du trinkst, was du isst, wie du Vergnügen hast. Du hast vieles im Leben, von denen du abhängig bist. Gut, sei so. So sind wir schwachen Charakter und mit so einer Einstellung zu allem. Aber du gehst in die Gruppe und beschäftige dich mit der Tora. Der Rest achtest du gar nicht drauf. Achte gar nicht drauf. Inwiefern du verdorben bist, soll das rückführende Licht dich korrigieren. Punkt. Alles. Spiele nicht mit den ganzen Einschränkungen, irgendwelchen Qualen, ich darf das nicht, ich darf das nicht, nicht das, nicht jenes, darf ich nicht. Nein, das ist nicht akzeptabel für uns. Lass das Licht seine Arbeit tun. Und nicht nur, sondern ausgerechnet das macht das Licht, damit das Licht dich beeinflusst. Und dann müssen wir erst wissen, wie soll ich mich verhalten, damit das rückführende Licht mich beeinflusst mit all seiner Kraft. Nur das benötigt man. Ich sehe gar nicht, wie viel ich trinke, wie viel ich esse, wie ich die Zeit vertreibe, wie ich schlafe auf dem Boden oder auf dem Riesenmatratze. Also wie im Paradies. Ja, aber die Absicht auf das rückführende Licht zurück zur Quelle. Es soll kommen und uns beeinflussen durch den Zehner. Und darauf lege ich mein ganzes Leben. Das heißt, wir kamen von den irdischen Einschränkungen, diversen irdischen Einschränkungen, zu der Wirkung des Lichts. Das Licht möge meinen egoistischen Willen korrigieren, verändern, entsprechend dem, wie das Licht das tun kann. Warum? Klar? Fragen? Freunde, Diese Leute von hier, bitte nicht. Bitte, wer war dort? Buenas noches. Si debo esperar 5 o 10 años para que la luz me corrija, ¿eso es correcto, Rak? Muss ich 5, 10 Jahre warten, bis das Licht mich korrigiert? Stimmt so? Warum zu warten? Du wartest nicht, du forderst, das Licht soll dich jetzt korrigieren. Warum 5 oder 10 Jahre warten? Wir kommen jetzt zu der Zeit, zu der Frage der Zeit, aber wenn nötig, dann ja. Also ich entscheide nichts. Ich muss nur jede Sekunde maximale Anstrengung tun, damit das Licht mich beeinflusst mit der ganzen Stärke. Ich habe nichts anderes im Leben, der Rest hängt gar nicht von mir ab, überhaupt nicht abhängig. Macht euch keine Sorgen an gar nichts. Führt euer Leben so, wie es ist, so wie eine Maschine, mechanisch, tierisch, außer eine Sache.
noch und noch, wie ich mich umdrehen kann Richtung des Lichts, damit das Licht mich mehr beeinflusst. Woher kommt das Licht? Wie beeinflusst das mich? Das benötige ich. Das Licht beeinflusst mich durch das Zentrum der Gruppe. Möchte ich im Zentrum der Gruppe sein? Rein egoistisch, buchstäblich so. Ich will, das Licht soll mich beeinflussen. Ist klar? Noch? Ja. Kann man bitte klarstellen, was ist die Beschäftigung mit der Tora und Geboten? Morgenunterricht? Rav, ganz einfach. Wie kommen vorwärts zum Ziel des Lebens mit Hilfe der Tora und der Gebote? Mit Hilfe der Tora bedeutet das, das Licht, das zurück zur Quelle führt. Wie es geschrieben steht, ich habe den bösen Trieb erschaffen, die Tora als Gewürz, weil das Licht in der Tora führt zurück zur Quelle. Und dieses Licht, was zurück zur Quelle führt, beeinflusst den Willen zu empfangen und korrigiert diesen. Proportionsweise. Wie sagt man das? Proportionsweise. Gut. Also kleine Portionen, korrigiert. Und das macht, und das nennt sich, dass er Gebote macht. Er korrigiert den Willen zu empfangen, um zu geben. Und so werde ich korrigiert mit Hilfe der Tora, das allgemeine Licht, was korrigiert, zurück zur Quelle führt, durch die Gebote, wo der Wille zu empfangen sich verändert. Und das arbeitet im Zehner? Nur im Zehner, in Bezug auf den Schöpfer. Ja. Wir studieren, der Schöpfer bringt uns voran mit Hilfe der Leiden. Wir sagen, es gibt individuelles Leid und dann lernen wir, der Mensch betritt den Zehner, beginnt die umgebende Welt wahrzunehmen, den Dialog mit dem Schöpfer von sich selbst durch den Zehner. Gibt es so einen Begriff wie das Leid des Zehners? Und wie kann ich den Begriff des Leids des Zehners überhaupt wahrnehmen? Wie drückt sich das aus? Ich kann nicht sagen, wie es gespürt wird. Aber wenn es irgendein Leid in der Gruppe gespürt wird oder eine Freude gespürt wird, das fühlt der ganze Zehner. Jeder fühlt es entsprechend sich selbst, weil jeder, wie es die Sephirah, Keter, Chochmah, Binah, Seran, Bin, Malchut, jede Sephirah hatte individuellen, aber auch allgemeinen Zustand genannt, Malchut. Deshalb, bei allen gibt es von der einen Seite dieselbe Erscheinung, aber jeder akzeptiert und fühlt das individuell, wie jeder Sephira im Parzuf. To continue, freedom of choice and choosing the right environment. Thanks God. Fortzusetzen bezüglich der freien Wahl, der Wahl der richtigen Umgebung. Vielen Dank an den Schöpfer, dass wir die richtige Umgebung gewählt haben. Wir sind alle auf dem Weg, um die freie Wahl beizubehalten. Also wie setzen wir immer weiter fort und immer die richtige Umgebung wählen, wo wir schon in der Umgebung sind, um die Zeit zu beschleunigen? Davon fragst du jetzt?
Die richtige Umgebung jedes Mal zu wählen, ist dann, wenn ich mich frage, inwiefern kann ich meine Verbindung mit meinem Zehner etablieren. Ich wähle nicht jeden Tag einen neuen Zehner. Warum? Ich wähle jede Sekunde neu. Ja, es ist entweder materiell entsprechend der Verstärkung meiner Verbindung mit den Zehner. Und so muss ich mich immer prüfen, jedes Mal mich mehr und mehr an sie anheften. Das bedeutet, dass ich jedes Mal die bessere Umgebung wähle. Ja? Wir hatten darüber schon viel gesprochen. Was bedeutet seine Verbindung im Zehner bezüglich des Schöpfers prüfen? Inwiefern ich mir den Schöpfer vorstelle durch das Zentrum des Zehners, wo wir uns zusammen verbinden, versuchen in der Vereinigung zu bleiben und in dieser Vereinigung zusammen, wenn wir uns verbinden, wollen wir die Kraft des Gebens enthüllen, des Hören, der sich um uns kümmert, der uns gibt, und wir möchten als Antwort uns bei ihm bedanken und ihm Genuss geben. So will ich jedes Mal das Zentrum des Zehners formen, durch das wir vom Schöpfer erhalten, empfangen. Und von uns, durch das Zentrum des Zehners, wenden wir uns an den Schöpfer. Das ist der Platz der Vereinigung zwischen uns und dem Hören. Ja. Guten Morgen, Rav. Sagen Sie bitte, ich nehme bewusst kein Alkohol. Wobei, wenn Freunde Lechaims sagen, sie rechtfertigen das und sagen, es gibt keine Gewalt im Spirituellen, aber ein Teil der Freunde fragt mich, vielleicht hast du Probleme, wobei... Wobei habe ich die Empfindung, dass bei mir passiert irgendeine Abstoßung von der Gruppe, weil ich einfach nicht Alkohol trinke. Ein Teil der Freunde einfach versucht sogar, mir das Schamgefühl zu geben, sagen, okay, es gibt doch die Vereinigung. Überhaupt, verhalte ich mich richtig? Ist das eine bestimmte Art von Asketismus? Vielen Dank. Ich sehe darin nichts Schlimmes, dass du keinen Alkohol trinkst. Ich mag das im Prinzip eigentlich auch nicht. Ich mag auch nicht Alkohol trinken, obwohl man von Zeit zu Zeit doch muss. Und manchmal trinke ich sogar eine Flasche Whisky und dann bin ich komplett K.O. Das geschieht einmal in einigen Jahren. Aber ich verstehe dich. Auch beim Rabash gab es solche und auch andere. Und ich denke nicht, dass dies überhaupt ein Thema sein sollte. Es gibt keinen Zwang. In der Gruppe fordert man nur eine einzige Sache, dass du dein Herz und dein Hirn der Gruppe widmest, der Gruppe gibst und dass du dich bemühst, in ihnen zu sein, mit ihnen zu sein.
und sonst nichts anderes außerdem. Sie dürfen keinen Druck auf dich ausüben. Es gibt Menschen, die können das überhaupt nicht ertragen, die Alkohol ertragen. Und es gibt Menschen, die das nicht lieben. Ich verstehe sowohl die einen als auch die anderen. Aber das sollte überhaupt kein Thema sein. Es gibt bei uns Leute, die kein Fleisch essen. Also bringt man ihnen irgendeinen Fleischersatz. Also irgendwie so vegetarisches, weiß ich nicht. Maiskoteletten oder so, etwas, was man den Kühen gibt. Da gibt es kein Problem dabei. Okay. Machen wir weiter. Wo sind wir? Punkt 12. Auf den ersten Blick kann man zwar an ihren Worten zweifeln, haben wir nicht etwa einige Studenten gefunden, denen das Studium der Tora nicht so weit genutzt hat, mittels des Lichtes, welches sich in ihr birgt, zu Lishma zu gelangen. Die Beschäftigung mit Tora und den Geboten im Sinne von Lo Lishma bedeutet aber, dass der Mensch an den Schöpfer glaubt, an die Tora, an die Belohnung und Strafe und sich mit der Tora beschäftigt, weil der Schöpfer es befohlen hat, sich mit ihr zu beschäftigen, verbindet aber den Selbstgenuss damit, dem Schöpfer Genuss zu bereiten. Nochmals, seht euch an, welche Bedingungen es gibt, um sich mit der Tora zu beschäftigen, damit die Tora uns zu spirituellen Menschen verändert, die dem Schöpfer ähnlich sind. Also was muss man machen? Auf den ersten Blick kann man die Beschäftigung mit der Tora und den Geboten im Sinne von Lolishma bedeutet aber, dass der Mensch an den Schöpfer glaubt, an die Tora, an Belohnung und Strafe, und sich mit der Tora beschäftigt, weil der Schöpfer ihn befohlen hat, sich mit ihr zu beschäftigen, verbindet aber den Selbstgenuss damit, dem Schöpfer Genuss zu bereiten. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Tora, er verbindet aber den Selbstgenuss damit, dem Schöpfer Genuss zu bereiten. Und das bedeutet, dieser Selbstgenuss, der macht diese Beschäftigung mit der Tora zu Lo Lishma. Denn wäre sie Lishma, die Beschäftigung mit Lishma, also um der Tora willen, dann würde er vollkommen nur darin dem Schöpfer Zufriedenheit bereiten. Und so heißt es aber noch nicht, dass er damit dem Schöpfer Zufriedenheit bereitet. Er beschäftigt sich damit jetzt, weil er ein persönliches Interesse hat. Er möchte spirituell werden, er hat irgendein persönliches Ziel dabei, sei es auch in der Absicht, um zu geben, aber er will es trotzdem. Er will es für sich haben. Er möchte selbst spirituell sein. Er möchte dem Schöpfer ähnlich sein. Er möchte dem Schöpfer anhaften. Das heißt, er hat hier irgendeine persönliche Berechnung. Und deshalb heißt diese Beschäftigung noch Lolishma, also nicht für ihren Namen. Seht euch an, auf welcher Höhe man von uns fordert, überhaupt zu sein. Die Beschäftigung mit der Tora und den Geboten im Sinne von Lolishma bedeutet, erstens, dass der Mensch an den Schöpfer glaubt, an die Tora, an Belohnung und Strafe und sich mit der Tora beschäftigt, weil der Schöpfer es befohlen hat. Aber er verbindet damit Selbstgenuss, dem Schöpfer Genuss zu bereiten, Vergnügen zu bereiten. Das heißt, er hat hier irgendeine Berechnung, einen Bezug zu sich selbst. Was habe ich davon? Ich werde spirituell sein, ich werde vollkommen gebend sein, ich werde vollkommen über meinem Ego sein. Aber ich. Und das heißt bereits Lo Lishma. Stellt euch vor, womit sich Menschen mit welcher Tora und Mitzvot Menschen beschäftigen, die denken, dass sie sich mit Tora und Mitzvot beschäftigen.
Und wenn nach all der Arbeit in der Tora und den Geboten es dem Menschen klar wird, dass er mittels dieser Beschäftigung und großer Bemühung keinen Genuss und Eigennutz bekommen hat, bedauert er alle von ihm unternommenen Anstrengungen, da er sich von Beginn an ausgehend von der Vermutung peinigte, dass er Genuss an seine Bemühungen in solcher Art haben wird, dass er eben als Lolishma bezeichnet wird. Warum gibt er uns hier so eine schwere, harte, absolute Definition? Es ist dazu da, um uns zu erklären, wie wir uns auf das korrigierende Licht ausrichten sollen. Das muss sehr, sehr präzise sein, damit ich selbst weiß, dass ich noch nicht auf diesem Pfad bin. Aber ich muss mich darauf ausrichten. Ich denke an mich selbst. Ich möchte ein Lishma sein. Aha. Du möchtest ein Lishma sein? Dann bist du in Lolishma, weil du es willst. Und so weiter. Das heißt, was er sagt, ist, er verbindet seinen Selbstgenuss damit, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Das heißt, hier gibt er uns eine exakte Definition, damit wir jetzt wissen, wie der Mensch sich ausrichten muss auf das Licht, das zur Quelle zurückführt. Nichtsdestotrotz erlauben es die Weisen, die Beschäftigung mit dort der Torah und den Geboten auch im Sinne von Lolishma zu beginnen, weil man von Lolishma zu Lishma gelangt. Das heißt, es ist nicht schlimm, dass wir mit Sicherheit irgendwo im Unterbewusstsein, dort im hintersten Gedanken daran denken, ja, dass ich nur für den Schöpfer bin und ich bin bereit, für die ganze Welt zu arbeiten, für mich soll nichts bleiben und ich scheine auf dieser spirituellen Landkarte nicht auf. Und es ist mir klar, dass wenn ich mich selbst untersuche, weil ich ja nur der Wille zu empfangen bin, der Wille zu empfangen kann ja nicht anders aktiviert werden, wenn er keinen persönlichen Genuss davon hat. Das geht nicht. Zumindest 1% muss ja für mich sein. Der muss für mich bleiben. So denkt sich das, der Wille zu empfangen. Und für dieses 1% werde ich arbeiten. Und die restlichen 99% bin ich bereit zu geben. Aber warum? Weil mir 1% bleibt. 1% von einer Milliarde ist doch auch etwas, oder? Wir sprechen doch über große, erhabene Sachen. Wenn aber solch ein Mensch noch nicht des Glaubens an den Schöpfer und an seine Tora gewürdigt wurde, sondern in Zweifeln verweilt, so meinen die Weisen nicht ihn mit ihren Worten. Von Lishma gelangt man zu Lishma. Und auch steht nicht über ihn geschrieben, die Beschäftigung mit Torah führt dazu, dass das Licht, welches sich in ihm birgt, zur Quelle zurückführt. Denn das Licht, welches in der Torah eingeschlossen ist, leuchtet nur demjenigen, der über den Glauben verfügt. Mehr als das entspricht die Größe des Lichts, der Stärke seines Glaubens. Und im Gegenteil bekommen diejenigen, die des Glaubens geraubt sind, von der Tora Finsternis und es wird dunkel in den Augen. Das bedeutet, dass das Wichtigste für uns zuerst einmal ist, zum Licht von Emunah zu gelangen. Das Licht von Emunah, das Licht des Glaubens, das ist das Licht von Chassadim. Und wir müssen es zuerst einmal mit Hilfe des korrigierenden Lichtes erhalten, damit wir die Absicht, um zu geben, erhalten. Und dann werden wir in dieser Absicht zu geben bereits unseren Willen zu empfangen korrigieren. Das bedeutet, wir beabsichtigen, unsere Absicht ist ausgerichtet auf das korrigierende Licht, damit wir die Absicht des Gebens erhalten. Das heißt Lishma. Und dann beginnen wir zu dieser Absicht, Shorosh Aleph Bet Gimel Dalet, also 4 Stufen des Willens zu empfangen, hinzuzufügen. Und dann werden wir den Willen zu empfangen in der Absicht, um zu geben haben. Und das ist die Reihenfolge der Korrekturen.
mit denen werden wir dann ein weiteres Mal weitermachen, ein andermal weitermachen. Vielleicht am Nachmittag. Das ist uns zu viel für jetzt. Gut, jetzt Fragen aus dem Weltkli und von Fragen von Kolmann, die er zusammengesammelt hat. Vielleicht fängst du an.